Ja, im vorigen Video haben wir den Betrag eher berechnet. Wir wollten ja hier diese Normalform in die Exponentialform umrechnen. Jetzt müssen wir, nachdem wir eher berechnet haben, nur noch Phi berechnen. Gut, dann machen wir folgenden Ansatz. Wir kennen zwar Phi nicht, aber wir kennen Tangens Phi. Ich erkläre sofort, warum das so ist. Tangens Phi kennen wir. Ich habe es mal hingeschrieben, Tangens Phi. Denn Tangens heißt ja Gegenkathete durch Ankathete von Phi. Ne? Tangens ist ja definiert als Gegenkathete geteilt durch Ankathete, als dieses Verhältnis. Also können wir schreiben, Tangens Phi gleich B durch A. Oder einfach nochmal im Kurs Trigonometrie nachschlagen. Gut, jetzt machen wir Folgendes. Wir wollen die Gleichung nach Phi auflösen, oder müssen sie nach Phi auflösen. Wir wollen ja Phi haben. Also wenden wir auf beiden Seiten die Umkehrfunktion an. Arcus Tangens Phi. Da bleibt hier Phi übrig. Arcus Tangens und Tangens heben sich auf, bleibt Phi übrig. Und auf der rechten Seite habe ich stehen Arcus Tangens B durch A. So, und nach dieser Formel berechnet sich Phi. Machen wir mal ein Beispiel. Dann nehmen wir mal eine andere Farbe. Machen wir mal das Beispiel. A soll, sagen wir mal, 3 sein und B soll 4 sein. Dann habe ich da stehen Phi gleich Arcus Tangens. Ja, B durch A. B ist 4, A ist 3. Und das tippe ich jetzt mal im Taschenrechner ein und lasse es mir ausrechnen. Da habe ich also 4 geteilt durch 3 und davon den Arcus Tangens. Und dann kommt bei mir raus 53,1 Grad ungefähr. So, das ist also im Prinzip her die Formel, mit der man Phi ausrechnen kann. Ja, das Problem mit dieser Formel ist aber, dass die nicht immer funktioniert oder nicht immer so einfach funktioniert. Wenn nämlich der Realteil oder die Imaginärteil oder beide Teile negativ sind, dann muss man etwas aufpassen. Und um euch das Problem zu erklären, habe ich hier mal ein zweites Beispiel aufgeschrieben. Da ist also der Realteil nicht 3, sondern minus 3 und der Imaginärteil ist nicht 4, sondern minus 4. Also immer ein Minuszeichen davor. Gut, rechne ich das mal aus. Ich nehme wieder die Formel Phi. Das ist ein Phi. So, Phi gleich Arcus Tangens B durch A. Ja, B ist also der Imaginärteil, der ist hier minus 4 und der Realteil ist minus 3. So, jetzt passiert aber Folgendes. Minus 4 durch minus 3, da hebt sich das Minus auf. Das kann man also wegkürzen. Und da habe ich dann da stehen, Arcus Tangens. So, das hebt sich auf nach den Regeln der Bruchrechnung. Da habe ich 4 Drittel. Genauso wie in der letzten Aufgabe. Das kommt mir also schon verdächtig vor. Und jetzt rechne ich das mal eben aus am Taschenrechner. Und dann bekomme ich wieder die gleiche Gradzahl raus. Nämlich Phi gleich 53,1 Grad. So, und jetzt fällt mir auf, oder sollte mir auffallen, das ist auf jeden Fall verkehrt. Weil der Winkel Phi fängt ja hier an und geht bis hier. Der muss also irgendwo zwischen 180 und 270 Grad liegen. Ich habe aber komischerweise das gleiche Ergebnis, 53,1 Grad, rausbekommen, wie bei dieser Aufgabe hier. Also ich habe ein falsches Ergebnis rausbekommen. Ja, wie kann ich mir das erklären? Um das Problem zu erklären, habe ich hier in Blau mal die Tangensfunktion aufgezeichnet. Wir benutzen die jetzt rückwärts. Wir wollen ja den Arcus Tangens berechnen. Und rückwärts benutzen heißt, ich suche also nicht zu einer Gradzahl, also zu einem x-Wert, einen y-Wert, sondern ich suche zu einem gegebenen y-Wert, hier sind es 4 Drittel, die passenden Winkel, die passenden x-Werte, beziehungsweise in unserem Beispiel die phi-Werte. Gut, wir suchen also hier oben Arcus Tangens 4 Drittel. Die Zahl 4 Drittel habe ich hier schon mal markiert und da gehe ich jetzt nach rechts, treffe auf den Graphen der Tangensfunktion.
also in unserem Fall Arkustangens, weil wir den umgekehrt benutzen, geh nach unten und komm zu unserer Lösung von 53,1 Grad. So, jetzt mache ich aber Folgendes, jetzt gehe ich nochmal weiter nach rechts und da stoße ich nochmal auf den Graphen der Tangensfunktion. Geh nach unten und erhalte eine zweite Lösung, und zwar 233 Grad ungefähr. Ja, wie kommt das, dass meine Arkustangensfunktion plötzlich zwei Lösungen hat? Ne? Eine falsche, eine richtige. Das kommt daher, die Arkustangensfunktion ist normalerweise nur zwischen minus 90 und 90 Grad, also bis hier, definiert. Wir suchen aber einen Winkel zwischen 0 und 360 Grad. Und dann wird aus der Arkustangensfunktion eine Arkustangensrelation. Also bei einer Funktion wird ja jedem Wert ein anderer Wert, beziehungsweise hier ein Winkel zugeordnet. Bei einer Relation werden ein Wert mehrere andere Werte zugeordnet. Also in unserem Fall zwei. Ja? Und bei der Arkustangensfunktion, hier bei dieser Arkustangens, wenn ich die zwischen 0 und 360 Grad betrachte, ist es so, dass jedem Wert zwei Winkel zugeordnet werden. Ja, das ist die schlechte Nachricht. Ich habe also zwei Lösungen. Ich muss die richtige raussuchen. Die gute Nachricht ist aber, die liegen immer 180 Grad auseinander, weil die Tangensfunktion eben eine Periode von 180 Grad hat. Das wissen wir aus dem Trigonometriekurs. Ja, und deshalb muss ich Folgendes machen. Ich muss einfach nur diese Lösung hier nehmen, 53,1 Grad, und tu nochmal 180 Grad dabei, und eine von den beiden wird dann die richtige Lösung sein. So, wie ich gerade erklärt habe, muss ich also zu diesen 53,1 Grad nochmal 180 Grad dazu zählen, und dann komme ich auf die zweite Lösung, 233,1 Grad. Und jetzt muss ich also aus diesen beiden möglichen Lösungen, die richtige heraussuchen. Gut, das ist der einfachste Schritt bei dem Verfahren. Ich habe ja hier, was habe ich gehabt? Ich habe einen Realteil von minus 3 und einen Imaginärteil von minus 4. Das heißt, der wird irgendwo hier liegen, der Zeiger. Also zwischen 180 und 270 Grad. Ja, und ja, das ist natürlich nur diese Lösung hier möglich. 53,1 Grad liegt ja nicht zwischen 180 und 270. Also streiche ich die durch und habe die richtige Lösung. Ja, ganz schnell noch ein drittes Beispiel. Realteil ist 3, Imaginärteil ist minus 4. Also minus 4 geteilt durch 3 rechne ich. Habe ich auch schon ausgerechnet. Und da kommt was Komisches raus. Da kommt ein negativer Winkel raus. So, ich brauche aber den Winkel 4 hier zwischen 0 und 360 Grad muss der sein. Ja, was tun? Da mache ich einen kleinen Trick. Man kann ja einfach 0 Grad hinzuaddieren. Ne? Gut, da passiert nichts. Eine Drehung um 0 Grad ist aber das gleiche wie eine Drehung um 360 Grad, also einmal rum. Also kann ich auch sagen, plus 360 Grad. Das spielt auch keine Rolle. So, und da erhalte ich dann eine vernünftige Lösung, und zwar 306,9 Grad. Wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. So, und jetzt muss ich wieder wie üblich vorgehen, also entweder 180 Grad hinzuzählen, das geht hier nicht, dann komme ich über 360, oder 180 Grad abziehen, dann mache ich das mal, dann komme ich auf 126,9 Grad, 126,9, jetzt kommen wir wieder zum Schritt 3, wähle aus, welcher ist der richtige. Ja, die Zahl liegt im vierten Quadranten hier unten, das sehe ich schon auf Anhieb, die muss also zwischen 270 und 360 Grad sein, kommt nur diese in Frage, die fällt weg, sieht man auf einen Blick. Und damit ist auch das dritte Beispiel beendet. Ja, der Videofilm ist auch zu Ende und ich verabschiede mich.